heiß, so heiß hier. Es ist einfach zu heiß hier draußen. Ich geh mal in die Kneipe dann. Ich denk nach, und ich denk nach. Ich heb das Glas und der Kellner schenkt nach. Die Hitze knallt mir auf die frisch rasierte Klatze und der erste Schubspeed lässt mich die Tischmanieren missachten. Das Mescalin lässt echt zu lange auf sich warten. Ich hätt Bock auf Koks, warum hab ich kein Koka im Wagen? Endlich kommen die Halos, wahllose Ideen. Ich sag Hallo, bist du schön zum Halluzinogen. Ich baue mir ein Teil ein. Ich dachte, ich brauch noch so einen Schub von links unten. Weißt du, so von links unten. Ja, so, so langsam macht's Spaß. Noch vom Zahnarzt, ein bisschen Lachgas. Nee, war ein Witz. Haha, ha, ich bin doch kein Junkie, ich bin ganz klar. Abgesehen von der gelben Eidechse mit dem Aktenkoffer. Sie sagte, hast du Bock auf Drogen, ich hab noch einen Koffer. Sie öffnete den Koffer, tausende Trips. Hunter S. Thompson hätte feuchte Augen gekriegt. Die Eidechse sagte, bei mir bist du richtig, ich hab alles da. Wär doch gelacht, wenn ich dich nicht krieg. Ich dachte, eine Eidechse mit hessischem Akzent ist schon relativ seriös mit der machischen Geschäft. Sie hatte Opiate, Blutdrucksenker, weiße Äpfel, Fliegenpilze, Tranquilizer, alles ohne Beipackzettel. Sie sagte, da machst du Augen, Kleine. Mach Chess, mach schmeidig, mir rauche erstmal eine. Und dann ballern wir uns den Kopf weg, heute ist Partytime. Dodelaude, Feierei, was denn los, Partytime? Ich hab acht Chicks am Start, die lieben Partybude. Und komm mir jetzt nicht mit, du bist ein warmer Bruder. Da wird gefickt, bis der Putz von der Wand fällt. So richtig klatsch, 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 wenn der Schwanz hält. Bis er mir abfällt, am nächsten Tag. Immer das Gleiche, aber er wächst ja nach. So, jetzt Schluss mit lustig, jetzt wird eingefahren. So, ich schläg uns jetzt mal aneinander fahren. Kids, don't do drugs. Kids, don't do drugs. Kids, don't do drugs. Don't you do drugs. Okay, dann sitz ich halt mit der Eidechse in der Kneipe und zieh mir Strom auf die Nasenbahnscheide. Ich glaub, die hessische Eidechse hat ne Überdosis. Sie lallte, ich will, ich muss Scheiße überholen. Sie spielte enges Trompeten, schluckte ne Tollkirsche bis in einen Stechapfel und wollte sich voll piercen. Sie dreht komplett frei, sie hat ne Vollhose. Sie ist ne Heulsuse, ich soll ihren Colt holen. Sie klingt sich ne Aspirin, pisst sich in die Golfhose. Ich bin ganz schwach, scheiße, ich bin noch Vollprofi. Sie trinkt einen Schnaps, isst Torte mit Schlafmohnsoße, Wahrsage. Salbei und hawaiianischer Holzrose. Es hilft alles nix. Der Kleine kackt jetzt ab, der kleine Motherfucker ist ganz bleich und guckt abgefuckt. Ich suche im Koffer Diazepam, weil ich stark nervös bin. Finde aber nur Hoffmanns und eine lebende Agerkröte. Ich rufe im Krankenhaus an und hole per Funk den Wagen. Und trotz der Blitzherpes mach ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Endlich kommen 1, 2, 3 Riesen mit einem weißen Kittel. Und was lernen wir? Eidechsen lesen keine Beipackzettel. Yes. Yeah.